Die erste lange Etappe ins Taubertal startet um 0800 in Greilsheim. Wir wollen den Tag früh beginnen und kommen zunächst gut voran. Lassen uns aber kurz vor der Tauberquelle in Weikersholz gerne aufhalten. Das Schnäpsle am Morgen trübt unseren Blick nicht wesentlich und wir finden den Ort, an dem die Tauber ihre Reise beginnt. Viel schneller als die Tauber zischen wir in Richtung Insingen. Kurz vor Gebsattel treffen wir auf die historische Bahntrasse, die früher von Rothenburg nach Dombühl führte. 1971 wurde sie stillgelegt. Der Bahnhof von Bockenfeld ist heute ein Biergarten. Der Biergarten ist um diese frühe Zeit noch nicht geöffnet, also weiter nach Rothenburg, noch 4 Kilometer. Rothenburg liegt nicht in Texas, ist aber durch das historische Ambiente über die Landesgrenzen hinaus weit bekannt. Da wir hier häufiger zu Gast sind, lassen wir die mittelalterliche Stadt oberhalb der Tauber liegen und folgen der Tauber und seinen Besuchern. Ob der Tauber liegt die Stadt. Wir bleiben aber unterhalb auf Kurs. Die Einkehr ruft. Denn zum Brausen braucht's auch Pausen. Gut gestärkt ziehen wir geschmeidig auf schmucken Radwegen immer in unmittelbarer Nähe der Tauber unseres Weges. An Einkehrmöglichkeiten mangelt es auf gar keinen Fall. So ist gewährleistet, dass der Tritt rund und die Kehle immer feucht bleiben. Wir passieren Greglingen und die Tauber hat an Breite zugenommen. Wir an Substanz abgenommen. Und langsam wird es Zeit für einen gelösten Kaffee.
Hier in Weikersheim sind wir genau richtig. Im Weinort Margelsheim wäre ein Besuch bei den Weingeistern angesagt. Oder vielleicht bei der Weinkönigin? Wir verzichten auf den Stoff und geben lieber Stoff auf den letzten Kilometern bis Bad Mergentheim. Durch den Kurpark rollen wir der Innenstadt entgegen. Das Radler nach der 100 Kilometer Etappe ist verdient und wartet schon. Logischerweise haben wir die Tour in zwei Etappen eingeteilt und heute sind wir wieder frisch im Schritt mit rundem Tritt. Das Wetter gibt alles und wir wollen uns auch nicht lumpen lassen. Es fliegt förmlich voran auf guten Radwegen. Tauberbischofsheim ist nicht nur ein schmuckes Städtchen, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Olympia-Fechtmetropole. Wer hier keine Pause macht und kein Radler trinkt, der hat auch keins verdient. Der Mais ist abgeerntet und wir nähern uns unaufhaltsam dem Main.
Nahe Wertheim tauchen rechter Hand wieder Weinhänge auf. Oberhalb des Zusammenflusses von Tauber und Main erhebt sich die Burg Wertheim, eine der größten Steinburgen in Deutschland. Bis die Regionalbahn eintrifft, reicht's noch für ein Käffchen und ein Bierchen in der Altstadt. Übrigens, auf dieser Strecke ist die Beförderung von Fahrrädern kostenlos. Ich komme wieder. Keep biking!